Requiescat in pace. Du. Du tötest mich? Du tötest mich! Scheiße. Nein, nein! Halte die Deckung hoch. Oh, ich war das nicht. Ich war das aber gar nicht. Leute, beruhigt euch doch mal wieder. Ich war das doch gar nicht. Ich habe niemanden getötet. Ich bin ein guter Italiener. Ich töte nur die Bösen. Das Kopf erzähl ich, ne? Tschüss! 1, 2, 3. Nach oben. Sorge. Ah, dein Maul! Warum denn? Tschüss. Okay. Oh, verdammt. Hey, hallo Leute! Oh! Au! Oh! Zu schnell! Ja! Ai! Au! Ah! Verdammter Penner, hier ist zu viel los! Tschüss! Haha! Beinahe! Hätten sie mich erwischt. Beinahe! Sehr schön. Geschafft. Mist. Sequenz 8 beendet. Wir haben es leider nicht verhindern können. Republik Venedig, 1486. Gehen wir mal zu Leonardo. Oh, oh, und eine, und die letzte. Sollen wir erst zu Leonardo oder holen wir... Wir gehen erst zu Leonardo. Nein, nein, wo ist denn das? Das ist die letzte, die letzte. Die ist hier. Ah, egal, ich gehe erst zu Leonardo. Ezio, mein Gott, du lebst. Ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Ja, dann bau sie. Alles klar. Pistole. Wir müssen wieder in den Hinterhof, so wie es aussieht, wa? Zum Testen. Was soll das denn? Ja, ja. Okay. Drücke R1, um die Pistole auszuwählen. Wo ist die Pistole? Wo? Da. Okay. Jetzt muss ich... Und dann...
gar nicht getroffen, oder? Ah. Bam. Sind aber komische Puppen, die sich ein bisschen menschlich verhalten. Wie kann ich das nochmal abbrechen jetzt? Nein, ich würde es abbrechen. Okay, ich muss auf jeden Fall alles anvisieren. Und dann... Bam! Auf Wiedersehen. Cool. Funktioniert super gut. Danke, Leonardo. Gut. Dann wieder rein. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gern. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja. Schwester. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Sehr schön. Marco Barbarigo, obwohl das Größte für seinen Bruder Agostino vorbehalten war, hinterließ auch Marco seine Spur in der Geschichte Venedigs. Schon Tyrann, als er gerade laufen lernte, bekam Marco alles, was er wollte. Es gibt Akten über Juwelen, ganze Schiffsflotten, alles von seiner Familie bezahlt und alles direkt von ihm bestellt. Und dann ist da sein Privatleben. Anscheinend war Marcos Frau Carlotta einst mit seinem Leibwächter Dante Moro verheiratet. Dante war Hauptmann der Stadtwache und Erbe einer der renommiertesten Familien Venedigs. Marco war angeblich ein enger Freund, aber jetzt kommt's. Marco entscheidet, dass er Carlotta will. Aber im Katholizismus dauert eine Ehe, bis dass der Tod uns scheidet. Und Marco ist ein guter Katholik. Also befiehlt er ein Attentat auf Dante. Dante wird 3-mal am Körper und 1-mal am Kopf getroffen. Aber er stirbt nicht. Er erholt sich, hat aber bleibende Gehirnschäden. Dante ist geistig behindert. Was macht also Marco? Er stellt Dante als persönlichen Leibwächter ein und bringt ihn dazu, eine Erklärung zu unterschreiben, damit die Ehe annulliert wird. Marco nimmt sich Carlotta und hält sich Dante als Leibsklaven. Ein netter Kerl. Alter, was für eine Geschichte. Krass. Die Karnevalsmaske lässt sie dauerhaft inkognito bleiben. So, jetzt müssen wir auf den Karnevalsball, um natürlich die 2 zu erledigen. Aber davor... Obwohl, es sieht so aus, als würde uns das sogar zum Grab führen. So wie es aussieht schon, ne? Also gut, dann machen wir als erstes natürlich die Erinnerung. Okay. Oh nein, verschwinde! Oh. Der beste Teil, das würde ich nicht behaupten. Also manche sagen, es ist der beste Teil. Ich sage, es ist Brotherhood. Brotherhood ist für mich der beste Teil gewesen, der Ezio-Reihe. Der hat einfach so viel besser gemacht. Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Ja. Es hat mir nicht gefallen, du hast recht. Obwohl, nee, ich mache jetzt doch gleich das Assassinen-Versteck hier, wenn es sowieso hier gerade in der Nähe ist. Scheint hier oben zu sein. Dann gehen wir nach Monteregioni und holen die Rüstung und dann gehen wir auf den Maskenball. Genau, so machen wir das. Los.
Das letzte Emblem wartet auf uns. Okay. Hier sind Feinde. Abwärts! Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen, du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten? Du nimmst unsere Arbeit nicht ernst. Ein Fehltritt. Einmal den Rücken in die falsche Richtung gewendet und du bist tot. Wegen der Ratten? Oh, wie recht du hast. Ich muss mich vor dir doch nicht rechtfertigen. Oh, bitte, hör nicht auf. Das ist so unterhaltsam. Lass mich in Ruhe. Bitte, komm wieder her. Nein. Ich beschütze dich, keine Sorge. Vaffanculo. Und so soll es jetzt wirklich bleiben? Ja. Okay. Ich tröste dich, mein Freund. Keine Sorge. Jetzt muss ich nur warten, bis der sich da hinten wegdreht. Was er natürlich nicht tut. War ja klar. Egal. Hallo. Okay. Der will mich nicht sehen. Naja, gut. Dann... Oh! Verdammt! Was? Oh, dieser verdammte Hund. Ich bin schneller. Okay, mal schauen, wie lange du schneller bist. Ich hol dich schon noch ein, mein Freund. Hopp. Da bist du ja. Ich krieg dich. Schneller. Scheiße. Ah, Strunz. Lasst mich doch. Na komm schon, ich will nur ein bisschen reden mit dir. Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Nein, bist du nicht. Schneller! Na komm schon! Lasst mich doch! Ah, verdammt! Schneller! Okay. Na, das war nicht so gut. Ja, das war besser. Ich muss einen Ausweg finden. Ja? Bevor er mich tötet. Lasst mich doch! Verdammt! Schon wieder! Er. Ich glaube, ich bin entkommen. Ach, das denkst nur du. Das denkst nur du. Ich muss einen Ausweg finden. Niemand entkommt mir! Tötet. Niemand entkommt mir! Na, nein! Er wird mich nicht kriegen. Verdammt! Ja, krieg ich dich? Bleib stehen, verdammt! Wir werden angegriffen! Wachen! Ah. Töte den Assassinen! Ich töte dich! Das hat nicht so einen Lärm gemacht, wie ich dachte. Okay. Ich konnte ihn erledigen, bevor er Alarm geschlagen hat. Aber ich steige trotzdem aus. Wählen wir den ganzen Abend nach Verdammt. Diesen Regeln? Komm ich hier irgendwie hoch? Ja. Ich glaube, das ist dein Plan. Aber ich steige trotzdem aus. Okay. Wählen wir den ganzen Abend nach diesen Regeln? Ihr pusht doch, ich weiß es. Ach, dann lasse ich die mal Karten spielen. Kümmere mich mal lieber um den Sarkophag. Gemacht für einen Assassin. Ah, toll.
und los geht's. Nein, das war falsche Seite. Okay, und nochmal zurück geht's. Nochmal den Hebel. Achso, das ist jetzt wieder. Ah doch. Sehr schön. Und los geht's. Hab. Und hab. Das! Wieso denn? Ah! Verdammt, nochmal. Springe ich nochmal ins Wasser. Natürlich. Natürlich. Okay, nochmal. Okay. Okay. Und los geht's. Ab, ab, ab. Zack, zack. Und jetzt? Nein! Hä? Was mache ich falsch? Jetzt aber. Oder auch nicht. Ich werde noch irre mit dem Spiel. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ganz ruhig. Ja, mach jetzt. Okay. Und los geht's. Hab, hab. Warum denn? Verdammt nochmal! Ich hab nicht in diese Richtung gelenkt. Warum? Jetzt werde ich aber sauer. Bescheuertes Spiel. Mit bescheuerter Steuerung. Zack, zack. Mach ich halt langsamer. Zack, zack. Oh, komm ich hier hoch? Stelle ich mich auch einfach nur dumm an. Nochmal, nochmal. Jetzt ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe und er springt wieder, wo er hin will. Manchmal weiß ich auch nicht. Jetzt aber. Ja, komm. Hallo. Achso. Das war's schon. Strunz. Echt. Ja. Weiter. Schwingen. Ab. Nicht ins Wasser. Nein. Ich sagte nicht ins Wasser. Mann. Da lang. Ich muss gleich nochmal alles machen. Alter, wo bin ich denn jetzt? Ich muss gleich alles nochmal machen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Schaffe ich nie. Na, mach doch. Scheiße, wegen einem. Komm. Vielleicht schaffe ich es doch noch. Wei, wei. Nein. Du verdammte Scheißding. Fuck. Egal, nochmal.
Doch. Okay. Oder ist es das letzte? Ne, ich muss jetzt ganz zurück wieder. Was soll denn das? Und dann zack, 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 zack. Okay. Da ist es ja wieder. Okay. Alles klar. Nochmal, diesmal schaffen wir es. Doch nicht! Unglaublich ärgerlich ist das, echt! Bescheuert das! Egal. Zack, zack, zack. Hoch. Und zack, 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 zack und perfekt. Okay. Ja, okay. Nicht drücken. Nein. Okay. Und weiter. Okay. So und weiter. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt hier. Zack, 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 zack. Ey. Egal. Noch habe ich Zeit, noch habe ich Zeit. Ich habe gut Zeit geschunden. Jetzt, komm. Denn wo ist denn das Teil? Wo ist das? Wo ist das? Ich sehe es nicht. Da ist es. Oh, ich hab's. Oh, geschafft. Das war ja ein bisschen ein Ärgernis gerade, echt. Sehr gut. Wir haben es. Jawohl. Die letzte Grabkammer. Und das bedeutet auch das letzte Emblem. Nice. Ja. Ich das Problem nehmen, nehme ich natürlich hier wieder die Schatzkisten. Und dann. Ah, warte, hier noch. Na? Geht doch. Gut. Oh, das war's. Machen wir jetzt den Sarkophag auf und holen uns das letzte Emblem. Yes. Damit können wir endlich die Altair-Rüstung holen. Freischalten. Wir haben es geschafft. Alle 6 Siegel gesammelt.
Juhu! Sehr gut.